Ist Wasser vielleicht der neue Treibstoff für Raumschiffe? Ein russisches Start-up-Unternehmen jedenfalls will genau diese Technologie etablieren, als dreimal so effizient wie chemische Triebwerke und als Schlüssel für die Erforschung des Sonnensystems, beschreiben die Gründer ihre Idee. Schon 2019 soll ein erstes Testgerät ins All gebracht werden. Hammer. Die Infos jetzt in Klicks zum Science and Fiction. Hier gibt's täglich faszinierende Wissenschaftsvideos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen. Wasser gilt für viele Weltraumforscher und Forscherinnen als hochinteressanter Rohstoff, weil es in Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten werden kann. Und klar ist, Sauerstoff ist für uns Menschen wichtig und Wasserstoff könnte als Treibstoff dienen. Auf der Erde gilt Wasserstoff schon seit längerer Zeit als ein heißer Kandidat für eine emissionsfreie Zukunft des Antriebes. Solch ein von Wasserstoff angetriebener Elektromotor könnte vor allem in Verkehrsmitteln eingesetzt werden, in denen reine Elektroantriebe mit Batterien nicht mehr klarkommen. Beispielsweise bei Schiffen, Flugzeugen oder auch in Lkw. Im Rhein-Main-Gebiet beispielsweise sollen Dieselloks schon 2022 durch Personenzüge mit Wasserstoffantrieb ersetzt werden. Sie werden emissionsfrei durch eine Brennstoffzelle angetrieben. Dort reagiert Sauerstoff mit Wasserstoff und Strom wird erzeugt. Im Gegensatz zu Batterien kann hier in Minuten getankt werden. Auch das russische Startup Momentus hat in diesem Bereich große Pläne, allerdings bezogen auf den Weltraum. Demnach sollen Raumschiffe schon in naher Zukunft mit Wasser angetrieben werden. Allerdings ganz anders. Das Wasser selbst soll als Reaktionsmasse in den Triebwerken als Antrieb genutzt werden. Hier soll durch Stromzufuhr ein Plasma erzeugt werden. Also Wasser würde stark aufgeheizt werden, dann aus einer Düse austreten und so den Vortrieb erzeugen. Das Konzept trägt den Namen thermisches Lichtbogentriebwerk. Es würde quasi wie ein dauerhaft pfeifender Teekessel oder ein Dampfkochtopf, aus dem man Überdruck ablässt, funktionieren. Heißer Wasserdampf erzeugt den Rückstoß. Einfach, aber genial. Die Vorteile der Technik: Es wird sehr schnell ein sehr großer Schub erzeugt, weil das Wasser eben extrem aufgeheizt wird, größer als mit Ionentriebwerken, wie sie heute schon bei Satelliten eingesetzt werden, aber nur relativ wenig Schub erzeugen. Dennoch soll auch eine dauerhafte Nutzung gewährleistet werden, um so größere Distanzen zurückzulegen. Zudem ist Wasser wesentlich preiswerter als Gase wie Xenon. Der Gründer des Unternehmens ist der russische Ingenieur und Physiker Mikhail Kokorich und er sieht seine Idee als zukunftsweisend. Mit dieser Technologie könnte endlich das gesamte Sonnensystem erforscht werden. Dieser Antrieb könnte beispielsweise Objekte ins Sonnensystem bringen und das im Vergleich zu Ionenantrieben mit Xenongasen in nur der Hälfte der Zeit. Bis zu 10 Tonnen könnten so in die geostationäre Umlauf gebracht werden der Erde, so zumindest die Angaben des russischen Startups. Der Treibstoff könnte direkt vor Ort abgebaut werden, denn Wasser ist an vielen Orten im Sonnensystem zu finden. Schon 2019 soll ein erstes Testgerät ins All geschickt werden. Dieser Prototyp namens Ziel benötigt nur eine Energiezufuhr von 30 Watt und kann allerdings nur relativ kurz zünden, 180 Sekunden, aber das halt mit extrem hohem Druck. Dazu gibt es bereits einen Vertrag mit dem europäischen Raketenstartanbieter ECM Space, der den Prototypen auf einem Mikrosatelliten befördern wird. Der Erfinder Kokorich ist äußerst optimistisch, was seine Lösung für das Antriebsproblem angeht. Wenn die Transportkosten sinken, entstehen viele Geschäftsmodelle. Konkret denkt er an Asteroidenbergbau, Mondflüge und Weltraumtourismus. Aber natürlich könnten so auch Raumsonden angetrieben werden, die zur weiteren Erforschung des Weltraums dienen. Ob überhaupt und wenn dann, wie gut dieser theoretische Ansatz tatsächlich in der Praxis funktioniert, wird sich wohl auch erst dann herausstellen. Wenn das System wirklich Erfolg hätte, wäre dies durchaus ein absolut Riesenfortschritt in der Raumfahrt und könnte uns die Türen in neue Welten öffnen. Wie es mit dem Projekt weitergeht, erfahrt ihr natürlich hier bei Klicksum. Abonniert dafür am besten auch den englischen Kanal, denn auch da gibt es immer wieder Videopremieren. Und darunter geht es weiter mit New Revolutionary Space Propulsion. Ja, auch die ESA macht bei Antrieben extreme Fortschritte. Ich freue mich auf euch auf dem englischen Kanal. Stay tuned. See you soon.